Hi und herzlich willkommen heute endlich zum Thema Jod in der veganen Schwangerschaft, was ja letzte Woche ausgefallen ist, weil es letzte Woche um meinen Druckfehler in meinem Buch ging. Das Video kann ich hier nochmal verlinken. Ich bin heute im siebten Monat angekommen und morgen in der 27. Woche. So sieht das im richtigen Leben aus. Also noch 3 Monate und 1 Woche bis zum Geburtstermin. Heute geht es um das Thema Jod, was von vielen Experten für Veganerinnen in der Schwangerschaft als kritisch angesehen wird. Da fangen wir am besten mal an mit der Menge, die eine Veganerin, die eine schwangere Frau braucht. Das sind nämlich 230 Mikrogramm pro Tag. Also 230 versus eine nicht schwangere Frau 200 Mikrogramm am Tag. Das ist das, was so empfohlen wird. Und Jod ist natürlich vor allem wichtig für die Schilddrüse, ne, hier, aber auch ein paar andere Organe benötigen ebenfalls Jod, aber da fällt es nicht so stark auf, wenn man zu wenig Jod zu sich nimmt. Und was das Kind betrifft, so ist es dann natürlich so, dass ab dem dritten Monat, beziehungsweise dem vierten, ab der 13. Woche, ist ja das gesamte Kind schon entwickelt. Und der Rest der Zeit ist nur noch dazu da, dass es wächst, dass alle Organe wachsen und es halt komplett wird. Und natürlich wächst dann auch die Schilddrüse. Und deswegen ist es dann eben auch wichtig, dass auch für die kindliche Schilddrüse ausreichend Jod von außen aufgenommen wird. Nun ist Europa und damit auch Deutschland ein verhältnismäßig jodarmes Land mit jodarmen Böden und vielleicht maximal Leute, die an der Nordseeküste leben, haben jodreichen Boden für den Fall, dass sie selber ihr Obst und Gemüse anbauen und so weiter. Möglicherweise ist das Getreide, was an der Nordseeküste angebaut wird, ausreichend jodhaltig. In der Regel sollten wir davon ausgehen, dass das nicht so ist. Und da der Grund, und das ist natürlich auch der Grund, warum Jodsalz verkauft wird, fast standardmäßig. Auch ich habe in meiner Küche Jodsalz stehen. Im Medizinstudium in der Vorklinik irgendwann wurde gelehrt, dass Jodsalz ausreiche, um die Schilddrüse mit Jod zu versorgen. Nach allem, was ich jetzt recherchiert habe, ist dem nicht so. Es sei denn, man isst wirklich alles, was man isst, mit Jodsalz gesalzen. Also bereitet alles selber zu, inklusive sein Brot, sein Käse, also falls man nicht vegan ist. Also alles, was man so isst, nichts ist industriell. Dann kann es sein, dass man mit ausreichend, also mit Jodsalz auf ausreichend Jod kommt. Wenn dem nicht so ist, sollte man noch mal ein bisschen was dazu nehmen. Also, 100 Mikrogramm Jod sind in 5 Gramm Salz. Das sind etwa 1,5 Teelöffel. Das heißt, mit 1,5 Teelöffel kommen wir auf die Hälfte des täglichen Bedarfs an Jod von einem nicht schwangeren Menschen. Man kann natürlich 3 Teelöffel essen, ist vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, ich komme so auf 2. Mehr als einen sollte man eigentlich sowieso nicht essen, weil man dann zu Bluthochdruck neigt, wenn man zu viel Salz isst. Ich habe einen niedrigen Blutdruck, daher sehe ich da nicht so das Problem drin. Ich habe schon Phasen gehabt, wo ich kein Salz gegessen habe oder wenig Salz gegessen habe oder sonst was. Aber in der Regel ist mir das einfach zu anstrengend, weil sich da ja dann mein Geschmack ändert. Und dann schmeckt mir Essen draußen nicht mehr. Dann finde ich das da übersalzen. Dann finde ich Fertignahrung übersalzen. Also rutsche ich da immer irgendwie wieder rein. Und ich verstehe auch immer nicht, also ich verliere meine Motivation dafür. Aber in Anbetracht von Jod ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Andererseits habt ihr in meinem, was ich als schwangere Ärztin an einem Tag esse Video, in dem ersten schon mal gesehen, dass ich zusätzlich Algen konsumiere. Aus genau dem Grund, weil einfach das Jodsalz nicht ausreicht. Nicht für eine nicht schwangere Person und nicht für eine schwangere Person. Und normalerweise nehmen Nicht-Veganer auch noch in Form von Eiern oder Milchprodukten Jod zu sich. Was damit zusammenhängt, dass die Tiere selbst auch Jod in ihre Futter noch zusätzlich reinbekommen. Wie beim B12 halt auch. Also Eier und Milchprodukte enthalten außer zusätzliches Jod, weil die Tiere damit gefüttert wurden.
Und wir können auch einfach den Mittelsmann umgehen und dann direkt das Jod selber essen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt da eigentlich Veganern eher zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen. Ich nicht. Die machen das, weil sie denken, dass damit am ehesten gewährleistet ist, dass regelmäßig die richtige Menge aufgenommen wird. Ich finde, das ist medizinisch Quatsch, denn die Schilddrüse braucht sowieso wat länger, um das Jod einzubauen und daraus dann die Schilddrüsenhormone zu bauen. Also das ist ein Prozess von mehreren Tagen, wenn nicht sogar Wochen. Zum anderen bin ich der Meinung, dass das Ganze immer mehr ist als die Summe seiner Teile. Und wenn man irgendeinen Nahrungsbestandteil als Ganzes aufnehmen kann, ist das immer dem Supplement vorzuziehen. Und auf jedem Supplement steht natürlich auch drauf, das ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Deswegen ziehe ich es vor, sowohl schwanger als auch nicht schwanger zusätzlich eben noch Algen zu essen. Sowas immer zu Hause. Letztes Mal habe ich euch eine andere Marke gezeigt. Mein Koreaner um die Ecke hat die austauschweise. Also wenn das eine nicht lieferbar ist, scheint er das andere zu bestellen. Das gibt's, das ist so Algen-Knusperzeugs. Also schlussendlich sieht es schon so aus wie auf der Verpackung. Kann man das hier sehen? Da ist noch ein bisschen Sesam drin und es sind total eine ganze Menge Zusatzstoffe drin. Also zum Beispiel ein bisschen Zucker ist drin, Salz ist drin, Sesamöl ist drin. Das war es eigentlich schon. Also das ist wie Snack halt, was man einfach so nebenbei essen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich es habe, weil ich manchmal vergesse, es über mein Essen gestreut zu haben und dann kann ich auch einfach ein bisschen so essen. Gibt es in der Original Flavor und es gibt das auch noch mit Chili zusätzlich dran. Und ich finde, mit Chili, das schmeckt ganz wunderbar über Weißkohl zum Frühstück. Wobei das Ganze natürlich auch nicht challenge-tauglich ist. Naja, aber da ist wahnsinnig viel Jod drin, sodass ich da diese 5 Gramm Jodsalz, die ich am Tag esse, eben noch ein bisschen ersetzen kann. Und zwar ist da bombastisch viel Jod drin. Ich habe schon mal zu viel auch von diesem Zeug gegessen. Etwa 8 Gramm pro Tag, weil ich irgendwo gelesen habe, Wakame, in 8 Gramm getrockneter Wakame ist die Tagesdosis Jod. Das habe ich übertrieben, was ich daran gemerkt habe, dass mir vermehrt die Haare ausfielen. Was immer so ist, wenn die Schilddrüse irgendwie aus der Bahn gelangt. Sowohl wenn sie in eine Überfunktion geht, als auch wenn sie in eine Unterfunktion geht. Daher muss man da aufpassen. Und ein verantwortungsbewusster Algenhersteller schreibt da hinten drauf, wie viel in seinem Produkt drin ist. Klar, es gibt Tabellen im Internet und so weiter und so fort, aber am besten ist es, wenn ihr wirklich auch eine Beschreibung hinten drauf habt, was diese hier haben. Und hier steht, da ist es. Tägliche Jodaufnahme von 0,4 Milligramm, also das sind 400 Mikrogramm, wir erinnern uns, 230 Mikrogramm braucht die Schwangere, sollte nicht überschritten werden. Das entspricht einer Menge von 2,6 Gramm dieses getrockneten Seetangs. Und hier sind 40 Gramm drin. Das heißt, ein Teelöffel hiervon zusätzlich, na, eigentlich alleine, ich weiß nicht, also 2,6 Gramm, denke ich, also sind wir bei 400 Mikrogramm, was ja eigentlich diese Dosis schon übertrifft, was wahrscheinlich noch keine Katastrophe ist, aber mit einem Teelöffel hiervon decken wir auf jeden Fall den Tagesbedarf ab. Daher braucht das auch nicht jeden Tag gegessen zu werden, das kann man auch mal vergessen und man kann das einfach über irgendwas sonst so drüber streuen. Und das ist das, was ich mache. Und bisher lief meine gesamte Schwangerschaft total wunderbar. Also es ist alles perfekt entwickelt. Ich habe manchmal das Gefühl hier, wenn ich sowas lese, wie man sollte lieber aus Nahrungsergänzungsmitteln als Veganer sein Jod beziehen und nicht aus Algen, dass Veganer werden immer für ein bisschen bescheuert gehalten, so als seien die zu doof, sich zu ernähren. Und vielleicht ist der ein oder andere das auch, aber die meisten finde ich eigentlich nicht und ich auch nicht. Und ich fühle mich ein bisschen verschaukelt, wenn ich sowas lese. Also ich bin durchaus in der Lage, hier mit ein bisschen Dreisatz mir auszurechnen, wie viel Algen ich da essen sollte und wie viel eben nicht. Und das funktioniert sehr gut. Das nächste, was natürlich sein kann, ist, wenn man
wenn man schon mal gar kein Salz isst. Das hatte ich nämlich letztens, eine Raus aus der Lustfalle Kursteilnehmerin hatte das, dass ihr von einem Arzt eine Unterfunktion der Schilddrüse diagnostiziert wurde, noch gar nicht mal, was die Ursache ist, ob Autoimmun oder durch Jodmangel. Und ihr sofort Tabletten, also L-Thyroxin, verschrieben wurde. Wo sie mich dann fragte, kann denn das sein? Muss ich denn jetzt sofort Tabletten nehmen? Die Ärztin hat gesagt, ich muss die jetzt für immer nehmen und so weiter. Also das will ich eigentlich gar nicht. Und dann kamen wir irgendwann im Gespräch darauf, dass sie sagte, sie isst gar kein zusätzliches Salz. Und doch, sie isst schon zusätzliches Salz, aber sie isst kein Jodsalz. Und sie isst auch keine zusätzlichen Algen. Sodass wir dann gesagt haben, nee, ist es natürlich kein Drama, wenn sie jetzt erstmal die Tabletten nicht nimmt, sondern einfach versucht, ein paar Algen zu essen, ein bisschen Jod zu sich zu nehmen und dann zu gucken, was die Schilddrüse in, sagen wir, 2 bis 3 Monaten macht, wie dann der Wert ist. Wie ich habe euch eben gesagt, das dauert eine Zeit lang, bis die Schilddrüse aus dem Nahrungsjod die Schilddrüsenhormone bildet. Daher macht es keinen Sinn, sofort zu gucken. Also es geht nicht so schnell wie beim Zucker und beim Cholesterin. Es ist eher so wie beim Eisen, beim Hämoglobin, dass man dann, das braucht eine Zeit, bis der Körper das hinkriegt. Ja, jetzt und so, jetzt bin ich gespannt. Also, ne, so viel muss man halt schon selber auf dem Schirm haben, dass man weiß, okay, Jod ist relevant und irgendwo muss ich es herkriegen. Und wenn ich es nicht aus den Tieren kriege, die damit gefüttert werden, dann muss ich mich selber damit füttern. Und es geht einfach sehr praktisch. Entweder über den Mechanismus Jodsalz, wer aber kein Jodsalz essen will oder überhaupt kein Salz essen will, der muss sich irgendwo Algen besorgen. Denn sonst kommt er in einen Mangel. Und ich hatte auch schon mal tatsächlich eine Freundin, eine rohvegane Freundin, die aufgrund dessen tatsächlich einen richtigen Kropf entwickelt hat. Was nämlich das ist, was als nächstes passiert, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Die Schilddrüse denkt sich, Mensch, da werde ich mal größer, dann kann ich stärker funktionieren. Und dann haben wir Kropf. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Kröpfe sind Gott sei Dank selten geworden heutzutage, eben aufgrund dessen, dass wir fast alle in unser Salz zusätzliches Jod reinbekommen. Für Fragen oder weitere Anregungen zum Thema vegane Schwangerschaft gerne unten drunter. Wenn ihr selber eine vegane Schwangerschaft durchlebt habt, dann schreibt mir mal drunter, wie ihr das mit dem Jod gemacht habt. Auch gerne. Und nächste Woche geht es dann um das Thema DHA. Was relevant ist für die Entwicklung des Gehirns des Kindes, aber auch für das Surfactant. Das ist die Substanz, die die Oberflächenspannung der Lunge aufrechterhält, damit die Lunge nicht sofort zusammenfällt, wenn das Kind geboren wird und dass es dann nicht atmen kann. Das ist auch spannend. Also darum geht es nächste Woche. Das soll es gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn du keins meiner Videos verpassen willst, abonniere mich. Ich sage ciao. Bis nächste Woche. Eure Silke.